Schriftliche Division mit Rest. Unsere Aufgabe lautet 737 geteilt durch 5. Die wird nicht aufgehen, weil nur Zahlen, die auf 5 oder 0 enden, durch 5 ohne Rest teilbar sind. Wir starten also. 7 geteilt durch 5 geht nicht. Es gibt aber eine Zahl aus der 5er-Reihe, die in die 7 passt. Das ist die 5. 5 ist die größte Zahl aus der 5er-Reihe, die in die 7 reinpasst. 5 geteilt durch 5 ist gleich 1. Wir rechnen hier. Minus 7 minus 5 ist 2 und die 3 wird hier runtergeschrieben. Die 23 ist nicht in der 5er-Reihe. Die größte Zahl aus der 5er-Reihe, die gerade noch in die 23 reinpasst, also etwas kleiner ist, ist die 20. 20 geteilt durch 5 ist gleich 4. Wir rechnen minus und 23 minus 20 ist gleich 3. Wir schreiben die nächste Ziffer runter. Die 37 ist nicht in der 5er-Reihe. Die größte Zahl der 5er-Reihe, die etwas kleiner als die 37 ist, also hier reinpasst, ist die 35. 35 geteilt durch 5 ist gleich 7. Wir rechnen minus. 7 minus 5 ist 2, 3 minus 3 ist 0 und es gibt keine weitere Ziffer, die wir hier runterschreiben können. Das heißt, 2 ist unser Rest. Wir notieren neben die 147 noch Rest 2. Aufgabe zu Ende.